Wir sind die Zimmerei und Holzbau Rohrmoser. Unsere Firma gibt es ungefähr seit 1992 und machen da eine allgemeine Zimmerei, auch Holzhäusl, Regelhäusl, alles was uns anfällt. Den Hocker, den haben wir uns gekauft zu Weihnachten 2016, also ungefähr 3,5 Jahre. Ich habe vorher auch schon einen Unterhocker gehabt, aber halt einen Zweiwellenhocker, ein wenig kleinen. Und er war auch schon problemlos und jetzt haben wir uns wieder einen sicheren gekauft. Ja, Hocker, den braucht man, damit wir uns die Resthitze weiterbringen, damit es nicht so ausschaut in der Firma. Und Brennholz muss sinnvoll genutzt werden. Unser Material kommt in erster Linie aus den Resten von Abbund, von Spreißeln, also von Samen. Auch die Retourware oder die Restholz für die Baustellen oder Einwegpaletten, alles was umfällt und verhaftbar ist. Der Hocker wird zweimal im Tag befüllt und läuft nach ungefähr 1 bis 2 Stunden. Das Hockgurt wird aufgesaugt im Turm, zwischengelagert und im Winter dann wieder als Heizmaterial über die Austragung dem Ofen zugeführt. Wir heizen die Werkstatt damit und mein Wohnhaus. Ein riesiger Vorteil ist, dass das Hockgurt mit den Hobischwarten gemischt ist und dadurch ist das ganze Heizmaterial ergiebiger und kann man leichter über den Winter. Der Hocker ist sehr robust und kompakt gebaut und für uns ist es sehr wichtig, damit wir so zeitlos werden.